Sonntagmorgen um 8.30 Uhr. Es werden Semmeln geholt. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu Tag 3 aus Oberstdorf. Ich mache gerade Spiegeleier zum Frühstück. Paula, die wird gerade langsam wach. Die hat sich schon ins Zimmer bewegt. Bei uns gibt es gleich Frühstück und heute sieht man endlich mal diesen schönen Blick auf der Alp. Und es ist wirklich wunderschön. Wunderschön. Also mit den Kirchenglocken noch dazu. Es ist einfach herrlich. Also hier früh aufzuwachen und hier auf dem Balkon zu stehen. Einfach auch die Luft. Die Luft ist heute so wunderschön. Also richtig, richtig gut. Paula, bist du schon wach? Naja, die kriege ich gleich schon wach. Erstmal gibt's schönes Frühstück, Freunde. So, wir sind gerade schön am Frühstücken und schmieden gerade Pläne für den Tag. Paula, was sagst du zum Blick? Oder? Ah, schön. Das ist unglaublich, wirklich. Also wir hätten auch gar keine andere Ferienwohnung nehmen können, weil man da auch gar nicht so schön Blick hat. Wir essen jetzt noch auf und danach treten wir zur Wanderung an. Was machen wir heute? Eine Trettachwanderung. Eine Trettachwanderung. Das ist ein Fluss, der hier durch Oberstdorf geht. Entspringt natürlich in Alpen und dem wollen wir heute mal langschleichen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Frühstück in voller Wandermontur. Frisch geduscht, motiviert und frisch Zähne geputzt. So ist der Plan. Es ist kurz vor 11. Wir haben es jetzt endlich mal rausgeschafft. Hat doch noch länger gedauert, wie wir dachten. Da oben fliegen gerade schön ein paar Paraglider. Und heute ist wirklich super, super schönes Wanderwetter. Es sind gefühlt jetzt schon 15 Grad. Heute wären wie viel Grad? 15 Grad. Und es ist wirklich sehr schönes Wetter. Und wir laufen jetzt zum Fluss Trettach, Freunde. Heute ist die Nebelhornbahn so voll. Guckt euch das mal an. Gestern bei uns war einfach nichts, ne? Gar nichts. Wir haben uns Tickets geholt und sind einfach rein. Da haben wir alles richtig gemacht. Schön heute. Richtig schön. Oh, die Menschen. Weißt du, wie lange da hier anstehst, wenn du hinten stehst? Ganz kind. Lange. Ja. Aber haben wir jetzt alles richtig gemacht. Aber ich glaube auch, weil da heute die Sonne so scheint, dann ja. Von oben so gucken. Ja, bei Sauwetter trauen sie sich nicht hoch, nur bei gutem Wetter, weißt du? Jetzt ist auf dem Weg Richtung Trettach und hier fliegen die ganze Zeit solche Paraglider lang. So, die starten von da oben ungefähr und landen hier unten. Das sieht richtig schön aus, auch mit dem sonnigen. Ja. So, hier landet einer. Das ist mega. Wunderschön. Wow. Mich wundert es auch, wie lange die in der Luft sind. Ja, man hat mich heute noch gar nicht gesehen. Guten Tag. Guten Tag, alles klar, Paula? Ja, bei dir? Bei mir auch alles klar. Super. Na, schönes Wetter heute. Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Das sieht richtig schön aus, wenn die hier so alle rumfliegen. Ja. Wirklich richtig schön, auch mit der Sonne. Ja, aber wir sind heute, habe ich gesehen, nicht der Einzige, die eine Trettachwanderung machen. Nee. Sondern hier sind so viele Leute, die heute wandern hier, weil das Wetter heute auch so schön ist. Jo. Ich wollte eigentlich heute mal ein bisschen mit Stativ aufbauen und mal ein paar schöne Bilder machen. Das machen wir schon noch, aber so wie wir es geplant hatten, Paula, können wir nicht filmen, weil hier mit Selfie-Stab rumlaufen zwischen den ganzen Leuten sehe ich nicht. Mhm. Aber mal gucken, was der Tag bringt, Freunde. Schaut euch dieses geile Panorama an, wenn man hier so an dem schönen Fluss vorbeiläuft. Schön, oder? Wow. Richtig, richtig schön. Da hinten so mit den schneeverschneiten Bergen, das Wasser glasklar. Sind natürlich heute auch viele unterwegs. Es ist natürlich Sonntag. Was meinst du, wie lang ist der Trettach? Schätzungsweise? 2 Kilometer? 14 Kilometer. Ja, gut. Ich bin schlecht im Schätzen. Ja, dafür hast du andere Vorzüge. Ah, ist wirklich schön. Ist wirklich schön. Wie gesagt, man kriegt es auf Kamera ja auch nicht drauf. So schön, wie es wirklich ist. Aber dieser View hier, wenn man hier um die Kurve kommt, einfach nur hammert schön. Oder eine kleine Kuh. Die schläft sogar. Wie schön. Hier steht sogar ein Esel. Hier steht sogar ein Esel. Na meiner. Hier riecht es so richtig nach Kräutern, ja? Übel, also die Luft hier ist echt schön. Zwei kleine Kühe sogar. Hier liegt eine und da liegt eine. Richtig schön.
Oh, die Sonne scheint heute so schön. Die letzten zwei Tage waren so asig, ja? Richtig, richtig asig. Na klar, warum soll ich den Esel nicht streicheln? Er steht so ruhig da, ich denke mal, er wartet noch streicheln. Und die kleine Kuh schläft, das sieht auch niedlich aus, ja? Dieses Klingeln der Glocken von den Kühen ist im Alpen immer richtig geil. Meinst du, das geht den Kühen irgendwann auf den Sack? Nee, glaube ich nicht. Nee? Irgendwie nicht. Ich glaube, auch mit der Zeit hören die das gar nicht mehr, ne? Nee. Aber ich würde mir auch wünschen, so Paula, in meinem nächsten Leben, dass ich Kuh in Alpen bin. Weil, was für ein geiles Leben. So ein Panorama den ganzen Tag. Wasserrauschen. Ja, Wasserrauschen von der Trettach. Dann die ganze Zeit nur hier essen. Einfach nur wunderschön. Wow. Ja, denke ich. Da war das, was wir gestern gelesen hatten, Paula. Dieser Christelssee, der ist von hier noch eine halbe Stunde. Und hier war so ein Übergang, eine Brücke. Und hier hat man wirklich richtig schön Blick nach unten. Hier ist wie so eine kleine Schleuse. Und hier wird das Wasser so runtergeleitet. Sieht richtig schön aus. Da hat man schon einen schönen Blick. Hier wandern zu gehen, das macht schon Spaß. Und wie die sich hier so durchs Tal schlängelt, richtig schön anzusehen. So Freunde, wir sind jetzt hier in einem schönen Tal angekommen und das Panorama wird gefühlt Meter für Meter immer schöner. Es ist mittlerweile 12:30. Wir werden uns bestimmt gleich irgendwas suchen, wo wir uns mal kurz hinsetzen. Wenigstens mal was trinken, weil was zu essen haben wir ja mit. Ja. Genau. Ah, schön. Die Berge da hinten mit dem Schnee. Also was Besseres gibt's nicht. Wirklich wunderschön. Wirklich wunderschön. Also da soll noch mal einer sagen, im Herbst in der Alpen fahren, lohnt sich nicht. Lohnt sich nämlich. Lohnt sich sehr. Wir laufen jetzt quasi einmal um den See drumherum, weil hier so viele Touristen sind und wir unsere Ruhe haben wollen beim Essen. Aber schaut mal, Freunde, wie klar der ist. Also man kann selbst von hier, ich meine, man sieht es nicht, aber man kann von hier bis auf den Grund gucken. Also so, das ist der klarste See, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Der sieht richtig schön aus, auch diese verschiedenen Farben, die der hat. Richtig, richtig nice. Und wir suchen jetzt einen schönen Spot, um noch ein bisschen was zu futtern. Ja, ja, Hunger! Jetzt haben wir endlich ein Plätzchen gefunden, wo wir uns niederlassen konnten, an so einem kleinen Stauwehr. Also das Wasser von dem See war kristallklar, ja? Was hast du gesagt, deshalb heißt der Christelsee? Ja, weil der klar ist und dann fehlen unterschiedliche Farben leuchtet. Genau, das stimmt. Würde ich nämlich auch so sagen. Bei uns gibt es jetzt ein schönes Croissant, ein paar Babybells, eine Banane und dann wird der Rückweg angetreten. So machen wir's. Ach ja. Also hier eine Brotzeit machen. Unbezahlbar. Wie heißt der? Keine Ahnung. Du weißt es nicht? Das hängt die ganze Zeit wirklich. Also wirklich kriegst du die Jacke hinten dran oder? Ja. Ja? Die Intention geht die ganze Zeit genau. Du siehst schon aus wie genau. Er war auf jeden Fall eine schöne Wanderung hierher, ja? Ja. Also kann man auf jeden Fall jedem nur empfehlen, wenn ihr mal in Oberstdorf seid. Eine schöne Trettachwanderung ist wirklich sehr schön. Wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen schönen See wie diesen Christelsee gesehen. Also von der Farbe halt her. Ne? Und der war schön klar. Ja. Und man hat alles gesehen. Der hat in verschiedenen Farben geleuchtet. Der hatte so eine. Der sah also immer aus wie so ein Kristall. Er hat in verschiedenen Farben geleuchtet und war richtig, richtig schön. Wir begeben uns jetzt auf den Rückweg nach Oberstdorf. Wir werden zwischendurch noch mal irgendwo einkehren, weil ich denke mal, ich würde gerne noch Weizen trinken. Und Paula hätte gerne noch einen schönen Kakao. Und ja, mit diesem schönen Panorama, also wirklich wunderherrlich, dieses Trettachtal. Man kann noch nicht so oft einen Selfie-Stick rausholen, weil ja so viele Touristen zum Sonntag unterwegs sind, ja Paula? Ja. Aber jetzt hat man noch mal die Chance und es ist wirklich wunderschön. Auch viele Radfahrer hat man hier, also wenn ihr Fahrrad habt, gönnt euch. Paula zeigt uns jetzt eine kleine Flussüberquerung. Auf den, genau. Dann mit einem Fuß auf den. Genau. Dann auf den.
Dann der vier Papas. Jawohl. Sehr schön. Läuft doch. Wenn das auf und zurück auch gut klappt, dann ist Papa guter Dinge. Jetzt sind wir ja nämlich auf so einer schönen Sandbank, die wir uns hier mal angucken wollen. So, Paula zeigt uns, wie man hier richtig über die kleinen Steine balanciert, ohne dass man ins Wasser fällt, so wie Papa gerade. Oh, 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 da war aber auch noch im Wasser. Egal, aber du bist ja ins Wasser gerutscht. Ja, Papa ist wirklich ins Wasser gerutscht, ja. Also Papa hat nasse Füße. Freunde, wir haben uns hier nochmal niedergelassen. Hier gab es Allgäuer Hüttenbier. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Vom Hirschbräu von Alpha Hirsch. Paula gibt es einen schönen, entspannten Tee. Wir genießen jetzt noch ein bisschen und dann jetzt weiter. Prost, meine. Der ist noch ein bisschen heiß, wa? Und Ex. Ja. Mitze, Papa schafft es nicht, die anzulocken. Nein. Mäh! Mäh! Ja. Ja, aber wir haben es versucht. Du. Naja, und hier stand ja vorhin der Esel. Oh, die stehen da unten. Die stehen da unten. Ist der Esel auch mit da? Der Esel steht da hinten in der Ecke. Also Paula 2 steht da hinten in der Ecke. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was denn? Warum stehen die Kühe mit einem Esel hin? Das habe ich mich auch gefragt. Und das war ja vorhin auch so, dass der Esel ein bisschen abseits stand und da stehen die Kühe. Weißt du? Ja, das arme Ding. Aber ich würde gerne diese Ziegen anlocken. Wie bitte? Spielen die Fußball. Das kann sein, ja. Weil sie gerade gesagt haben, der stand im Abseits. Im Abseits, ja. Da hast du recht. Das habe ich gedacht, wo ist denn der Ball? Wo ist denn der Ball? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, Ziegenanlocken klappt heute nicht. Ne? Leider nicht. Wir sind jetzt wieder zurück im schönen Oberstdorf. Ich habe gerade schon zu Paula gesagt, wir schmeißen uns jetzt in die Gondel und fahren gleich nochmal hoch in den Schnee, weißt du? Nee, machen wir natürlich nicht. Wir werden uns jetzt erstmal umziehen gehen. Also quasi frische Sachen anziehen, dann erstmal 10 Minuten Siesta. Danach wollten wir nochmal schnell zum Bahnhof, noch ein paar Getränke holen. Was wollten wir danach machen? Danach wollten wir Kaiser? Ein Germknödel essen gehen. Ein Germknödel essen. Genau, ein Germknödel essen gehen oder ein Kaiserschmarrn-Schrägstrich. Ja. Ja, und danach werden wir uns noch ein bisschen bei uns auf den Balkon schmeißen und noch ein bisschen würfeln. Das ist ein guter Plan. Guter Plan. Denke ich. Kommst du jetzt endlich? Ja, Mensch. Ich bin doch schon da. Aber wir wollen schon Getränke einkaufen. Wenigstens was. Ja, die Tür macht mich einfach mal fertig. Wie viele Kilometer wollen wir denn wandern, Paula? Ungefähr 15. Ja. Also, war da ist gut runtergerockt, muss ich sagen. Ich auch. Also, das ändert jetzt nichts an einer schönen Runde Karten und einem schönen Kaiserschmarrn. Finde ich auch nicht. Wollen wir Fahrstuhl fahren oder laufen? Fahrstuhl. Wenn wir schon einen haben, müssen wir den noch nutzen. Ja, also Papa hat mega Bock auf einen schönen Kaiserschmarrn. Ich auch. Sehr schön. Schön. Warten. Willst du immer noch? Warten. Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt wieder am Wilden Mändle. Man kann eigentlich schon sagen, unser Stammlokal. Ja. Ne? Wir waren mal heute ist der Tag 3. Wir waren jeden Tag hier. Ja. Jeden Tag eigentlich. Ja, finde ich auch. Also wir snacken natürlich nur was und spielen eine Runde Karten, weil wir haben es erst um 5, reicht ja, wenn wir so gegen 19 Uhr Abendbrot essen. Ne? Und vielleicht gibt es noch eine kleine Portion Pommes. Da sehe ich uns. Eine kleine Motivationspommes und eine schöne Runde Karten. Ach, die habe ich noch Bauchtasche. Stimmt. Da ist der Scorpus Delicti. Weil Paula will heute nämlich unbedingt nochmal verlieren. Also eine schöne Portion Pommes, das hat sich schon so bei uns eingepennet die letzten 1-2 Tage, ja? Abends. Und die Pommes sind sehr schmackhaft, muss man sagen. Das schmecken meine. Danke. Woran erkennt man, was welche Seite ist? Bei mir hängt Mayo. Bei mir hängt Ketchup. Tja, ja, da sollten eines Garten Spaß machen, wenn die Kleine ja schon 4-7 auf der Kralle hat, weißt du wie? Und freust dich noch. 3-7. Na und ist doch real, freust du dich noch, dass du deinen Ernährer ja so, hä?
weggrätscht. Normalerweise, wenn du 3,7 auf der Foto hast, die musst du sofort wegschmeißen und musst sagen, Papa, pass auf, ja, du bist mein Ernährer. Das mache ich bei dir nicht. Freilich, wir fangen, weil du genau dasselbe bei mir machen würdest, ja. Selbstverständlich. So, es ist mittlerweile 18.30 Uhr. Wir haben unsere Knackrunde beendet. Paula hat sich heute ganz gut gemacht, muss man sagen. Wir machen jetzt gleich noch Alpha Hirsch's Kitchen. Alpha Hirsch's Kitchen. Genau. Weil heute gibt es schön Nudeln mit roter Soße. Und hier ist wirklich nichts los. Also gestern und vorgestern um die Zeit. Also ein, zwei Leute sind schon unterwegs, aber so wie letztes Mal. Ja, so wie gestern und vorgestern war gar nicht. Nee. Guck mal, da vorne ist ein Australian Shepherd. Ja. Schöne Hunde. Aber wir müssen jetzt erstmal was essen. Erstmal Futti Futti machen. Ja. Beste Leben. Am Abend, selbst am Abend auf dem Balkon sitzen, ist wunderschön. Also wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause angekommen. Ich war selber von mir erstaunt, wie gut ich durchgehalten habe. Aber auf jeden Fall dieses Panorama hier. 1A, vor allen Dingen der verschneite Berg hier hinten. Wirklich 1A, also wirklich beste Leben hier. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken, was Papa so macht, ja? Fati! Ja? Was machst denn du Schönes? Ich mache Nudeln mit roter Soße. Aber ganz spartanisch. Weil wir ja auch nicht viel da haben. Und wir ja auch in 2 Tagen wieder fahren. Ohne dass wir hier irgendwas großartig machen. Ich schneide hier ein bisschen Fleischwurst. Da machen wir noch eine Zwiebel rein. Da machen wir noch schön hier 2 Gläser Basilico. Ich habe mich fast versprochen. Basilico von Barilla rein. Ja, und da gibt es noch ein paar Nudeln dazu. Und das lassen wir uns heute wohl tun schmecken. Super. Ja, denke ich. Ich habe auch schon richtig Hunger. Ich habe auch schon Hunger. Wie gesagt, wir sind ja heute auch 15 Kilometer gelaufen. Ja? Ja. Aber denke ich mal. Ne? Mal so aus der Kalten heraus. 7,5 hin und 7,5 zurück. Das merkst du dann schon. Ja. Ja. Wir haben uns zwar 2-3 Mal hingesetzt und was zu essen, aber so war das schon eine schöne Wanderung. Muss man schon wirklich hast sagen. Du recht. Morgen machen wir auch eine schöne Wanderung. Morgen sind wir ja in der Breitenklamm. Ja. Ist auch sehr schön, ja. Mund auf. Fleisch versteht immer, ja. Und ja, aber das werdet ihr dann morgen sehen. Wir werden heute auf jeden Fall einen Rücken machen, wollen ein bisschen Film gucken, uns noch schön was zum Abholen machen und dich natürlich eiern. So, Freunde, Soße ist schon fertig. Nudeln fangen auch schon langsam an mit Kochen. Paula hat sich gerade kurz aus Bett geschmissen. Hast du eigentlich schon mal nochmal unseren Ausblick gezeigt, meine? Ja, habe ich gezeigt. Hast du gezeigt, ja? Aber ich zeige ihn trotzdem nochmal. Ja. Jetzt ist es ja ein bisschen dunkler wie vorhin. Und da sieht man schön die schneefallenden Berge. Richtig geil. Man könnte natürlich auch sagen, Paula, man geht jeden Abend essen, aber dafür haben wir uns ja keine Ferienwohnung genommen. Ne? Wir haben uns in den letzten 1-2 Tagen haben wir es auch so gemacht. Da sind wir abends einfach ein paar Pommes essen gegangen, ein bisschen Karten spielen. Ne? Und dann haben wir uns abends immer selber was zu essen gemacht. Kann ich euch nur empfehlen. Ist geil. Und gerade für eine Ferienwohnung, wo wir bezahlt haben, hier 430 Euro oder so für 5 Tage zu zweit. Das sind sie in der Heilschmissen, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wir haben genug Platz, wir haben WLAN, wir haben einen schönen Fernseher, wir haben ein großes Bett, wo ich mir natürlich dann die Matratze runterschmeiße, weil wie gesagt, mit Paula im Bett kannst du nicht schlafen, weil Paula schiebt dich massiv aus dem Bett. Ja, also wirklich, sobald ihr eine 2. Matratze spürt, ist das bei ihm wie so ein magnetisches Feld, was sie automatisch anzieht. Ne? Ah, Papa hat schon Hunger. Wir essen gleich was und dann lassen wir den Tag schön geschmeidig ausklingen, Freunde. Aber es könnte langsam mal Zeit werden, dass die Nudeln kochen, weil wir haben nämlich Hunger. So, Paula. Essen ist fertig, sieht auf jeden Fall mega schmackhaft aus. Hast du noch so ein kleines Fazit zum Tag? War super. War gut, oder? Ja. Wir waren heute Morgen eine schöne Runde, haben vorher schön gefrühstückt. Waren viel unterwegs, haben viel gesehen. War wirklich sehr, sehr schön. Möchtest du das Outro sprechen? Wenn euch die Videos gefallen, dann liked und kommentiert, egal ob es negativ oder positiv, wir freuen uns über alles. Genau, so sieht's aus. Soll Papa das mal übernehmen? Ja, mach du. Genau. Wenn euch die Videos gefallen, Freunde, dann lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert gerne, egal ob positiv oder negativ. Wir sehen uns nächste Woche Samstag mit Teil 4. Teil 4 wird auch sehr interessant. Wir sind morgen in der Klamm unterwegs. Ne? Klamm, übrigens, sehr schön. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr in Oberstdorf seid. Guckt mal in die Klamm.
Wir verabschieden uns von euch, Freunde, wünschen euch alles Gute, wünschen euch eine schöne Woche und wir sehen uns am Samstag pünktlich wie die Maurer um 21 Uhr zur Primetime. Yes, sir. So sieht's aus. Bis dahin, Freunde.